Zwischen Haff und Meer. Im Westen Litauens begegnet uns die wunderschöne Landschaft der Kurischen Nehrung, deren Ufer an einer Seite die Ostsee, an der anderen das Kurische Haff umspült. Auf dieser zauberhaften Landzunge mit ihrer einzigartigen Natur und den ständigen Verwehungen der Sanddünen entstand im jahrhundertealten Wald ein einmaliges Naturdenkmal, der litauische Nationalpark Neringa, der unter dem Schutz der UNESCO steht. Von alters her wohnten hier Menschen, die sich im täglichen Kampf mit der rauen Natur befanden. Noch vor 100 Jahren wurde die Kurische Nehrung, deren natürliche und die von Menschen gepflegte Schönheit uns heute zum Staunen bringt, von ständigen Sandverwehungen beherrscht. Der immerwährende Kampf gegen die Natur endete nicht immer günstig für die Menschen. 14 Dörfer auf der Kurischen Nehrung wurden vom Sand verschüttet. Die Lebensbedingungen der Einwohner von Neringa verbesserten sich erst, nachdem die Gegend wieder aufgeforstet wurde. Heute sind 12% der Nehrung von wunderschönen Dünen, die übrige Fläche von Wald bedeckt. Die Gesamtlänge des litauischen Teils der Nehrung beträgt von Norden nach Süden 52 Kilometer. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts bezauberte die Schönheit der Kurischen Nehrung den berühmten deutschen Schriftsteller Thomas Mann, der sich in Nida ein Sommerhaus bauen ließ. Die Bewohner der Nehrung galten schon immer als besonders eigenwillig. Spuren ihrer Kultur findet man im Museum und auf den örtlichen Friedhöfen. Die Wetterfahnen der alten Fischer schmücken Boote und Bauernhäuser. Auf diesem Sandstreifen, der die Ostsee vom Kurischen Haff trennt, liegen verschiedene Siedlungen, die zusammen die längste Stadt Litauens, Neringa, bilden. Zu ihr gehören Juodkrante, Pervalka, Prela und Nida, wo sich das Verwaltungszentrum befindet. Über die ganze Nehrung führt eine schöne Autostraße, die dem Verlauf der alten ostpreußischen Poststraße folgt. Auf dieser Straße kann man bequem alle Ortschaften erreichen, wenn man von Klaipeda nach Königsberg reist. Unter allen Ortschaften der Nehrung zeichnet sich Pervalka, das sich ungefähr in der Mitte der Kurischen Nehrung befindet, durch seine ungewöhnliche Schönheit und Ruhe aus. Die Ortschaft am Haffufer wird durch Dünen und Wald vor Meereswinden und Stürmen geschützt. Viele Menschen lieben diesen Ort wegen der besonderen Ruhe und der bezaubernden Landschaft. Ganz in der Nähe befindet sich die 53 Meter hohe Düne Skirpstor mit romantischer Aussicht über kleinere Dünen, Meer und Haff. Pervalka wurde von den Einwohnern der Siedlungen Naglio und Karvalcio gegründet, nachdem diese vom Treibsand verschüttet wurden. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefiel Pervalka den Feriengästen, denen die größeren Kurorte zu laut waren. Pervalka ist ein idealer Urlaubsort. Hier können sich Familien und Alleinreisende besonders gut erholen. Reizvoll für Feriengäste ist das im alten Stil erbaute Anwesen Tarbiuro Mario, mit Rieddach und traumhaftem Blick aus den Zimmern auf das Haff. Pervalka gegenüber befindet sich der romantische alte Leuchtturm, ein Schmuckstück der Landschaft am Haff. Im Tarbiuro Mario wird mit allen modernen Bequemlichkeiten für eine angenehme Erholung gesorgt. Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind mit Duschbad, warmem Wasser, einer kleinen Küche nett ausgestattet, damit man auch während der Urlaubszeit immer auf dem Laufenden bleibt und mit der ganzen Welt kommunizieren kann. Die Gastgeber bieten auch Aktivurlaub an. Gefahrlose Radwanderrouten führen über die Kurische Nehrung. Mit hauseigenen Booten kann man zum Fischfang ausfahren oder sich sonst auf dem Haff vergnügen und selbst gefangenen Fisch und Steaks grillen. Auch den Kindern widmen die Gastgeber ihre Aufmerksamkeit. Das Tarbiuro Mario in Pervalka ist der beste Ort für Menschen, die Ruhe, Intimität und Privatheit suchen, die einmaligen Naturschönheiten der Kurischen Nehrung schätzen und einen aktiven Urlaub verbringen wollen. Wer hier war, will wiederkommen.